Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Digimon World. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben in der Sporenregion und müssten jetzt am besten auch mal aufpassen. Unimon ist immer noch nicht hier, warum auch immer. Ich wollte jetzt eigentlich nicht hier rein, oder? Bin ich hier richtig? Nee, ich bin hier falsch. Aber hier kriegt man, glaube ich, auch noch. Ja, merkwürdige Zeichnung. Ist das einer dieser seltsamen Kreise? Er sieht neu aus. Da werde ich später noch zukommen. So, eine mittlere MP-Disk. Und was haben wir hier? Eine mittlere Heil-Disk. Die sind natürlich super nützlich. Ja, auf dem Weg könnten wir eigentlich noch Biomon holen. Biomon gibt es hier nämlich auch noch. Ups, dann gehen wir den mal kurz dezent aus dem Weg. Ja, wie gesagt, als allererstes wollten wir erstmal unser eigenes Digimon aufleveln. Hallöchen. So, kleiner Digipilz. Unser Digimon können wir nämlich ja, wie gesagt, mit diesem Kostüm da aufleveln in Factorial Town, Spielzeugstadt. Hieß das Factorial Town auf Englisch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall mit der Spielzeugstadt gibt es eine Möglichkeit, unserem Numimon endlich mal nützlich zu machen. Und das werden wir, glaube ich, auch machen. So, wir müssen jetzt nur noch zum alten Ort, Fuß des Panoramawerks. Das finde ich generell eh komisch. Man läuft erst nach oben, dann nach unten, um dann wieder oben rauszukommen. Hä? Wo ist denn da denn bitte der Sinn? Ups. Ich mag generell diese Sicht von oben, weil man da einfach alle Digimon überblicken kann und den auch dezent ausweichen kann, ja? Ihr kennt das ja, wenn ich einfach spawne und sofort ein Problem habe, weil ein Digimon vor mir ist. Das wird später in der Spielzeugstadt auch geben. Da gibt es sogar, so, ich sag mal, Lego Gabumon, nicht Gabumon, Agumon und Lego Panzermon, keine Ahnung, auf jeden Fall, die sind super stark, die drücken so viel Schaden und Problem ist einfach, wenn man da reinkommt in dieses Gebiet, muss man sofort gegen die kämpfen, außer man setzt einen sehr, sehr, ich sag mal, schmierigen Trick ein und zwar, man pausiert einfach das Spiel, lobt sein Digimon. Danach, also die Viecher laufen halt gegen einen, merken, oh, ich kann den Kampf nicht triggern. Also laufen die erstmal zurück auf ihre Position. Und in der Zeit ist das Loben vorbei. Also läuft man einfach schnurstracks geradeaus. Heißt das schnurstracks geradeaus? Auf jeden Fall läuft man geradeaus durch und dann klappt das eigentlich schon meistens. Ja, wir müssen jetzt eigentlich nur gucken, ob das auch bei uns so klappt. Das weiß ich nämlich nicht. Ich weiß nur, dass es bei guten Spielern so klappt. Und dass wir keine guten Spieler sind, dass ich kein guter Spieler bin, habe ich ja schon damit bewiesen, dass ich einen Numimon bekommen habe. Hey. Oh Mann, ey. Ich habe das Spiel so oft gespielt und krieg trotzdem so einen Haufen Scheiße. Das ist echt unglaublich. Ich könnte mich den ganzen Tag darüber aufregen. Aber naja. Die meisten Spieler hätten ohne Guide einen Numimon bekommen. Also ist es gar nicht so schlimm. Oder ein Tyrannomon. Tyrannomon ist auch so ein Digimon, was man sehr oft bekommt. Das ist das Schlechteste der Entwicklung von Agumon, aber man kann es trotzdem bekommen. Ich weiß nicht, ob wir mit denen quatschen sollen. Machen wir einfach mal. Spatzenhirn, Warmduscher, Dumpfbacke, Volltrottel, Einfallspinsel, Doofdigi. Was habt ihr gesagt? Oh, macht mich das wütend. Wir kämpfen einfach mal gegen den. Weil, soweit ich weiß, kann man mit dem nämlich ein kleines Event freischalten. Bam. Und er macht auch nicht viel Schaden, ja, also. Oh Gott. Aber der setzt einen Statuseffekt auf uns. Yeah, Numimon ist jetzt ein verpixeltes Haufen Scheiße. Und der ist schnell, der ist echt schnell. Wir können natürlich nicht abhauen, weil das ein wichtiger Kampf ist. So, bam. Ja, nur 1000 Leben. Das sind nur ein paar Schläge von Numimon. Ihr seht's ja. Läuft eigentlich ganz schnell. Wenn wir einen Finisher haben, sollte der eigentlich schon fertig sein. Meine Güte. Wenn er mich jetzt nicht die ganze Zeit damit trifft, dann geht das. Was? Das macht fast 300 Schaden. Wieso kann Numimon nicht sowas Starkes? Numimon bleibt auf der Stelle, dann kann er sich nicht bewegen. Perfekt. Jetzt nochmal zurück. Egal, egal. Das hat ihn getroffen, das ist schon mal gut. So, der hat uns natürlich wieder digitalisiert. So, das bisschen Schaden nehmen wir. Bam! Das ist eigentlich ganz gut, dass wir seine wichtige Attacke geblockt haben, die uns 300 Schaden drücken kann. Wir werden jetzt wieder entdigitalisiert und bereit zum Kämpfen.
Bam. Nur 5. Der hat das geblockt. Was ein Arsch. Ich hoffe, der digitalisiert uns nicht noch. Oh, gut. Also ich weiß gar nicht, ob der einen Finish hat, aber sollte der eigentlich nicht haben. Wir werden unseren auf jeden Fall gleich haben. Oh nein. Mann, jetzt habe ich den Finisher versaut. Tut mir leid, ich hätte lieber doch noch einen Angriff warten sollen. Erstmal schon mal sortieren, ordnen nach Kampf. Und sobald ich noch mal einen Angriff reinbekomme, muss ich mir das geben. Jetzt. Ich habe den nicht reinbekommen, egal. Egal, dann haben wir ein bisschen zu viel geheilt. Das ist gar nicht so schlimm. Besser zu viel als zu wenig. Meine Redewendung. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Zwei Angriffe kann ich, glaube ich, noch machen. Jetzt danach noch ein. Perfekt ausgewichen. Ich bin langsam stolz auf meinen Numemon. Wenn es sich jetzt nur noch perfekt zum Munsaemon entwickelt, was es ja sowieso zu 100% wird, sobald es in diese Statue, in diesen Dingsbums geht, in dieses Kostüm, dann entwickelt sich das zu 100%, das wie wenn ich irgendein Pokémon einen Evolutionsstein geben würde. Nur ist das hier halt mit so einem Kostüm, womit er sich entwickeln kann. Weil er halt einfach in das Kostüm reinschlüpft, sich wohlfühlt und dann ein Monster-Emon ist. Toll, oder? So einfach geht das hier in Digimon. So, wir warten am besten noch einen Angriff von denen ab. Genau. Und jetzt können wir unseren schon raushauen. Oh nein. Mann! Das Vieh ist einfach mega schnell von seinen Werten her. Das ist echt unfair. Also, dass wir da unsere Superangriff zweimal nicht nutzen konnten. Einmal natürlich ein bisschen dumm gemacht, aber das zweite Mal, ach komm, das war unfair. Ich habe extra einen Angriff abgewartet und dann noch so einen Blödsinn reinzubekommen von dem. Ja, also ist schon ein bisschen unfair. Ja, komm, sauber, Schneckmark. Falsches Pokémon. Du bist ein Digimon. Du bist ein Numemon. Ein grünes Haufen Scheiße. Ein grüner Haufen Scheiße. Wow, ein grünes Haufen. Wow, danke Julian. Danke, deine Grammatik ist mal wieder wundervoll. So, einen Angriff lassen wir noch ergehen. Und jetzt brauche ich die Heildisk. Soll ich 1900 haben? Genau. So läuft das doch in der Mathematik. Man muss einfach nur berechnen, wie viel Schaden die drücken, wie viel Schaden ich mache, wie viel Leben ich habe, wie viel Leben die haben. So, jetzt bleibt er stehen und schießt. Und meiner dodgt das natürlich dadurch, dass er digitalisiert wird. Das ist gut. Komm, greif nochmal an. Bam. Ich habe Schaden bekommen, der dafür auch. Einen noch. Sauber. So, ich könnte gleich meinen Finisher hauen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht wieder Fail ist. So. Den Angriff noch und perfekt geblockt. Dieser Block war einfach gerade perfekt. Mein Digimon versucht gerade abzuhauen und Distanz zu schaffen. Und jetzt, da ich Distanz habe, ist der weg. Der ist auf jeden Fall weg. Perfekt. Ja, ta. Perfekt. Easy peasy. 50 Geld? Was will ich denn mit 50 Bit? Die bringen mir nichts. So was Unfreundliches. Hä? Das kommt von dem? Moment, was gibt's? Alles klar, wir wurden sofort umzingelt. Mein Herr ruft mich, kommt mit. Oh nein. Und das hier ist Shogun Gekomon. Der König der Gekomon, der eigentlich den ganzen Tag, das ganze Jahr lang pennt. Julian und Gnar, stimmt's? Danke, dass ihr zu Riesenvilla kommt. Was wir mit Otemon getan haben, tut mir sehr leid. Ach, ist schon gut. Wie bitte? Ich bin dir dankbar. Du sollst zur Rettung der Insel schwer geschuftet haben. Du hast davon gehört? Ja, und ich möchte dir helfen. Warst du schon im Schleierwald, gleich nördlich von hier? Ja, war ich. Dort liegt dichter Nebel. Man findet sich nur schwer zurecht. Besuch Cherrymon, den Herrn des Waldes. Cherrymon? Von diesen Digimon habe ich noch nie gehört. Cherrymon sorgt für den Nebel im Schleierwald. Er hat den Nebel zum Schutz des Waldes erschaffen. Ach, deswegen kamen wir nicht durch. Aber für uns ist das schlecht.
Cherrymon weiß bestimmt etwas über die Ursache der Probleme unserer Insel. Es lohnt sich, ihn zu besuchen, trotz des Nebels. Vielleicht können wir etwas gegen den Nebel tun. Das könnte höchstens Cherrymon, aber es führt einen Weg hindurch. Ich verzaubere dich. Was passiert jetzt? So wirst du den Weg sogar im dichten Nebel erkennen. Das ist ja genial. Fein, dann fange ich mal an. Jetzt zaubert er uns natürlich. Super schön. Und jetzt ausgezeichnet und jetzt auf zum Schleierwald. Tschüss. Alles klar. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, warum wir in der letzten Folge nichts finden konnten. Einfach nur aus dem Grund, weil wir noch nicht verzaubert waren. Ich wusste auf jeden Fall, dass es mit Cherrymon was zu tun hat und dass er das Ganze wegmacht, aber... Zurück, zurück! Shogun sammelt seltene Gegenstände. Früher hat es Gegenstände gesammelt. Jetzt hat es sich auf Digimon-Karten spezialisiert. So, die Karten brauche ich nicht. Das ist, wie gesagt, erstmal unwichtig. Tja, nein, nichts. So, wir können später einen Gekumon, beziehungsweise ich glaube so... Ja doch, einen Gekumon einladen, zu uns zu kommen. Dazu aber später mehr. Hallo? Ich komme hier nicht durch. Ich muss hier lang, okay. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schleierwald, damit wir noch unser Monsaemon diesen Part bekommen. Das ist nämlich das, was ich unbedingt gerne haben will. Und ohne das werde ich das Spiel auch nicht verlassen. Ja, ich werde das Spiel nie wieder verlassen. Digimon World werde ich so lange spielen, bis ich einen scheiß Monsaemon habe. Zur Not mache ich mir zusätzlich nochmal ein neues Numimon. So, das erste ist durch. Dann soll es hier noch eins geben. Genau. So, ich weiß gar nicht, ob wir zuerst Gabumon holen sollen. Ich glaube schon, aber der Kampf wird dann wieder unnötig lange dauern. Also holen wir uns zuerst das Monsaemon, powern unser Digimon ein bisschen und werden jetzt endlich mal vernünftig kämpfen können. So, hier natürlich wieder aufpassen. Ist natürlich gleiches Spiel wie letztes Mal. Ne, perfekt. Perfekt. Hier sind die Viecher nämlich weg und wir können einfach nördlich durch. Puh, und sollten jetzt am Ziel sein. Ja, perfekt. Oh, Nanu. Ja, komm, den besiegen wir. Das sollte eigentlich klappen. Zur Not können wir abhauen. So, ich meine, guckt euch dieses kleine Gebiet an, wo die zwei kämpfen. Das ist eigentlich perfekt für einen Numimon. Falls der nicht so hart aufs Maul bekommen würde. Ach komm, weicht doch nicht alles aus. Bam! 4 Schaden und wir müssen machen, glaube ich, 29, falls sie nicht blockt. Und damit 2000 Leben. Das sind 20, 40 Angriffe ungefähr, denke ich mal. Und wir haben ja noch die Finisher, deswegen habe ich gerade 40 gezählt. Das ist so, was ich denke. Ich kann aber nichts hundertprozentig versprechen, ne? Das ist euch schon klar. Kann sein, dass er viel, viel mehr Angriffe braucht, aber Kämpfe dauern nun mal und ich möchte die nicht schneiden. Ich habe auch andere Let's Player gesehen, die die Kämpfe leider geschnitten haben, was mir leider nicht so gefallen hat, weil die Kämpfe gehören einfach zum Spiel dazu, ja? Also warum sollte ich die wegschneiden? Das ist genauso, als würde ich Prince of Persia spielen und alle wichtigen Kämpfe wegschneiden. Das gehört einfach nicht dazu. Das ist leider etwas, was wir sehen wollen und sehen müssen. Weil es Element des Spiels ist. Also, ich kann es mir anders gar nicht vorstellen. So, war klar, dass der angreift, deswegen sofort der Heal rein. War eigentlich perfekt getimed. Nur unser Angriff von Numimon ist natürlich wie immer nicht perfekt getimed. Wir können das sogar lassen. Wieso drücke ich jedes Mal wie ein Bekloppter? Ich kann jetzt meine Hände ganz gemütlich auf den Tisch legen. Der weist natürlich alles aus. Ich fühle mich gerade wie so ein Kommentator bei so einem Fußballspiel, ne? Also, schrecklich. Ich mag nämlich keinen Fußball. Ich mag so persönlich zu spielen, als Hobby oder sowas, aber oh Gott, ich hasse es im Fernsehen zu sehen. Tut mir leid für alle, die Fußballfans sind oder so, aber ich finde es einfach verdammt langweilig. Fußball im Fernsehen ist das Langweiligste, was ich je gesehen habe. Da gibt es nicht mal große Variationen in den Teams oder sonst was. Die Spieler sind meistens eigentlich gleich aufgestellt. Es gibt 3, 4 verschiedene Strategien gefühlt und das war's dann auch schon. Und deswegen... Ja, League of Legends, wenn da zum Beispiel ein Finale läuft, ist deswegen habe ich direkt auch den Vergleich gezogen, dass es sehr wenig verschiedene Variationen gibt. Bei League of Legends gibt es viele Variationen und man kann auch viel noch lernen, ja, also ich finde,
Wenn man im Fernsehen bei Fußball zuschaut, lernt man sehr wenig, um das eigene Spiel zu verbessern. Ich finde irgendwie, die Tricks, die da gezeigt werden, sind teilweise so professionell, dass das ein normaler Spieler nicht hinbekommt. Oder die Tricks sind einfach so Standard-Tricks und Übersteiger oder sowas. Das ist nichts Besonderes. Es ist einfach nur ein normaler Trick. Und League of Legends, wenn man das so vergleichen würde, zu sehen, ist ja auch so E-Sport, sage ich mal. Nicht normaler Sport, sondern E-Sport. Kann man nicht vergleichen, aber ich vergleiche es einfach mal, ja. In E-Sport ist es viel mehr Variation. Es gibt Millionen, okay, Millionen von Möglichkeiten, ist schon zu hoch gegriffen, aber es gibt schon hunderte, mehrere als hunderte verschiedene Möglichkeiten, Teams zu kombinieren und unabhängig von den Spielern, also wirklich, es gibt ja viele verschiedene Champions in League of Legends und viele verschiedene Taktiken, wie man gewinnen kann. Man kann alle auf eine Lane schicken und die pushen lassen, man kann die, keine Ahnung, zwei Leute in den Jungle oder sonst irgendwas Verrücktes sich ausdenken. Und es gibt zwar immer dieses Standardkram, was gespielt wird, aber es gibt Variationen. Es gibt wirklich Variationen, Teams, die sich einfach mal so denken, um das auszukontern, spielen wir jetzt so und so. Und das fasziniert mich wirklich. In Fußball gibt es nicht wirklich die Möglichkeit. Da gibt es nur gute Spieler und schlechte Spieler. Und die Teams mit den meisten guten Spielern gewinnen einfach. So ist das. Wie wir jetzt auf Fußball gekommen sind, weiß ich auch nicht. Bam! Aber wir hatten da dafür kurz ein kleines Thema, weil unser, ich sag mal, Ogrimmon schon fast tot ist. Wir werden sogar bald einen Ogrimmon in unsere Stadt ziehen lassen, unter Umständen. Es gibt halt zur Storyline, gibt es Ogrimmons Festung. Da kommt man halt in der Paul-Version eigentlich nicht rein. Aber wir haben ja den Patch. Ich hoffe natürlich, dass der auch funktioniert, der Patch, weil wenn nicht, bin ich ziemlich am Arsch. Da habe ich das alles umsonst gemacht und müsste das alles nochmal auf der englischen Version 1:1 nachholen, damit es später keine Meckereien gibt. Ja, auf jeden Fall. Rülps, was ist denn los? In Paul Bugs Fix werden wir nämlich endlich in die Ogrimmon-Festung reingelassen und können da das Spiel auch weiterspielen. Was ich ziemlich cool finde, dass jemand sich endlich die Mühe gemacht hat, einfach nur dieses Spiel möglich zu machen. Komm schon. Perfekt. Puh. Perfekt, Leute. Dann können wir in dieser Folge auf jeden Fall noch zu Cherrymon und mit denen quatschen und danach uns in die Spielzeugstadt einmal einen Munzaimon holen. Oh mein Gott. Ist das der Turnaround, Leute? Ist das der Turnaround? Damit könnten wir ein sehr, sehr schwaches Digimon in eins der stärksten machen, die wir haben können. Weil Ultra-Level ist das schwerste zu bekommen und somit auch eins der stärksten. Ja, man kommt durch. Man kommt durch. Perfekt. Ich wäre jetzt eigentlich schon gestoppt und wäre zurückgelaufen. Na, wir sind richtig. So, ich höre hier. Ach so, das ist mein Numimon. Aber ich wollte gerade sagen, in diesem Gebiet gibt es eigentlich keine Gegner. Da ist es schon. Da ist es schon. Willkommen, junger Mann. Du bist bestimmt Cherrymon. Wozu brauchst du einen alten Mann wie mich? Bitte löst den Nebel auf. Ach, so ist das. Ich verstehe. Geht es nicht? Hör mir erst gut zu. Also, womit fange ich an? Bitte erzähl mir was über die Notlage der Insel, der du weißt. Ach ja, ich verstehe die Notlage also. Die Insel begann sich 80 Jahre nach dem Landbewegung zu verändern. Der Nordosten der Insel tauchte vor 80 Jahren plötzlich auf. Seither sind die Digimon fortgezogen. Die Arten trennten sich und jede Art entwickelte ihre eigene Sprache. Sie haben die Sprache vergessen. Sie haben die Sprache der Stadt vergessen. Schließlich zogen fast alle Digimon aus File City fort. Und dann verloren die Digimon ihr Gedächtnis, die Geschichte der Insel, ihre Vergangenheit, den Verstand. Es wird täglich schlimmer. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen, weiß aber selbst nicht mehr was. Am Ende kommt alles zusammen. Irgendjemand hat es so bestimmt. Mit der Zeit werden die Digimon die Notlage als normal betrachten. Nur du kannst den Verfall beenden und die Stadt muss geeinigt und stark werden. Sammle Digimon in der Stadt und wirke ein Wunder. Es wird bestimmt eintreten. Oh je, ich habe mich fortreißen lassen. Das war's. So, jetzt zum Nebel. Ich brauchte den Nebel, um mit dir zu reden. Ach, und eines noch. Im Wald leben noch andere, die unsere Vergangenheit kennen. Du findest sie tief im Wald.
Ja, und damit natürlich wären wir vorbeigekommen. Cherrymon ist eigentlich ganz nützlich, weil hier können wir unser IQ steigern. Und bitte trainiere Gnar, und das wollen wir erstmal nicht. Ja, damit können wir unseren IQ steigern. Das ist etwas, was wir hier momentan noch nicht machen wollen. Wir wollen uns nur Monsaemon holen, denn mit Monsaemon können wir hier sogar in der Spielzeugstadt ein Event triggern, was wichtig ist. So, Kostümhaus. Und jetzt kommt es, Leute. Wir können aus... Wir gucken uns einfach mal die Werte an. Wir liegen hier bei 2550 MP, was sehr schwach ist. Und sonst 160, 170, 150, 114. Und jetzt sollten wir eigentlich unsere Werte steigern. Das Kostüm unterscheidet sich von den anderen. Es überwältigt einen geradezu. Es hat einen Reißverschluss. Na, was passiert? Der hat es aufgegessen? Nein, der ist da eigentlich reingeschlüpft, Leute, aber die konnten das nicht animieren, beziehungsweise nicht vernünftig animieren. Und deswegen, Leute, wir werden jetzt zu einem Monsaemon. Also seid gespannt, dass unser hässliches Numemon endlich seine Pracht zeigt. Harte Schale, weicher Kern. Ja, weicher Kern, weil der Numemon jetzt in unserem Monsaemon drin ist, aber seht euch das mal an. Wir haben einen riesigen Bären. So, wir gucken uns einfach mal die Werte an. Wie, du hast dich ein anderes Digimon verwandelt? Gar nicht so übel. So, unsere Werte, wir liegen jetzt bei 3500. Aus 500 MP hat sich 2700 gemacht. Und wir haben unsere anderen restlichen Werte einfach einmal verdoppelt, ja. Mit dicke Lippe haben wir eigentlich einen ganz guten Move. Ich schau mal ganz kurz, wir können sonst nichts anderes haben. Wir sind ein... Kampfluft, das ist Kampfluft, weil Strom gibt es eigentlich nicht. Ja, sollte Kampfluft-Digimon sein, was eigentlich ganz okay ist. Damit sollten wir ja diesen Windschnitt und alles können. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, denn wir haben in der Spielzeugstadt noch ziemlich viel zu tun. Es gibt hier nämlich einen kleinen Bosskampf, den wir nur machen können, wenn wir Monsaemon besitzen. Und ja, haut raus und bis zur nächsten Folge. Ciao!